Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 3. Ich bin euer Exitus Master und in der letzten Episode haben wir Schwarzmarkt-Artefakte beschafft und haben auf Benning Cerberus besiegt. Und jetzt würde ich mal sagen, machen wir mal direkt die nächste Mission. Ich glaube nicht, dass die Leute hier irgendwas zu sagen haben zu dieser kleinen Mission. Die sind auch alle noch an ihrem Platz, da wo sie hingehören. Ja, die Turianer sind echt harte Dreckskerle. Okay. Ah, eine neue Nachricht. Oh, die wollen doch was mit mir reden, alles klar. Was haben wir denn hier? Mein Projekt? Ach, Liara. Shepard, ich habe an etwas gearbeitet, das ich Ihnen ganz gerne zeigen würde. Könnten wir uns in unserem Quartier treffen, wenn Sie mal kurz Zeit haben? Natürlich habe ich immer kurz Zeit für Liara und für Tali natürlich ebenso. Ja, Maschinendeck, ne? So. Was zum Teufel ist hier los? Die Normandy nicht. Sie ist die Normandy. Nein, sie ist ein Passagier auf der Normandy, genau wie wir. Das Schiff flog schon durch den Weltraum, da hat Edi noch gar nicht existiert. Techniker Donnelly hat recht. Die Normandy SR-2 war schon vor meiner Installation absolut raumtauglich. Sehen Sie? Edi stimmt mir zu. Edis Geist und die Normandy bilden jetzt eine Einheit. Das stimmt ebenfalls. Die Prozessoren im KI-Kern nicht einfach auf ein anderes Schiff verfrachten. Techniker Adams hat recht. Die Prozesse, die mein Bewusstsein formen, sind über das ganze Schiff verteilt. Sehen Sie? Edi stimmt mir zu. Und ich stimme dir zu, Techniker. Edi kann die Normandy mit ihren Gedanken steuern. Sie sieht, hört und fühlt über die Sensoren des Schiffes. Die Normandy ist ihr Körper. Ich habe Edis Körper gesehen und ihre Kurven sind um einiges eleganter als die Außenhülle der Normandy. Nun, was denken Sie, Edi? Sind wir mehr als unsere Gedanken? Ich bin raus. Noch mehr davon und mein Schädel explodiert. Geht wieder zurück an die Arbeit, so wie sich das gehört. So, Techniker Adams, Sie wollten mit mir sprechen? Commander, erinnern Sie sich daran, dass bei Überlastung der Kern möglicherweise in den Maschinenraum entlüftet wird? Ja. Daniels, Donnelly, Edi und ich haben gemeinsam darüber nachgedacht. Das Entlüften passiert, wenn die IES-Kühlkörper im gegenläufigen Zyklus sind, während der Hauptkern maximale Energie benötigt. Etwa bei kinetischer... Naja, Kenneth möchte sagen, dass wir das System wahrscheinlich sicherer machen können. Wir brauchen nur ein GX-12-Thermalrohr. Leider sind wir vom Allianz-Nachschub abgeschnitten. Könnten Sie beim nächsten Besuch auf der Citadel danach Ausschau halten? Ich habe hier die Spezifikationen. Warum brauchen wir das? Sind diese Modifikationen wirklich nötig? Eine Sicherheitsfrage, aber nicht kritisch. Bei schwerem Beschuss der kinetischen Barrieren, bei gleichzeitigem Flug mit hoher Geschwindigkeit, kann durch Entlüften Plasma in diesen Bereich gelangen. Okay. Jeder in diesem Raum würde dadurch atomisiert. Solange ich nicht da drin bin? Das ist aber mehr als bloß eine Sicherheitsfrage. Naja, unter den genannten Bedingungen ist das Schiff sowieso so gut wie verloren. Aber wir wollen doch jeden möglichen Vorteil, oder? Ich werde es Ihnen natürlich sofort besorgen. Ich sehe mich das nächste Mal auf der Citadel danach. Ich muss noch nicht mal zur Citadel, ich kann das sofort an der Shuttlebuch kaufen. Jetzt bin ich mal so dreist und kaufe das jetzt mal an der Shuttlebuch ein. Plus 10% kostet mich das zwar Aufschlag, aber das ist es wert. Shuttlebuch, so. Dafür, dass Ihr Shuttle so unauffällig ist, wird es aber oft beschossen. Naja, die Tarnsysteme des UT-47A funktionieren nur für Wärme und hochfrequente Emissionen. Das heißt, dass uns zwar kaum ein Sensor registriert, wir aber sofort auffliegen, sobald mal jemand nach oben schaut. Zeit für ein Upgrade. Die meisten Scanner und Ortungssysteme operieren bei mittleren Frequenzen. Zugegeben, wir wurden beschossen, aber runtergeholt hat uns noch keiner. Noch nicht. Zu unserem Glück sind Sie wirklich fast so ein guter Pilot, wie Sie glauben. Und Sie sind fast so ein guter Soldat, wie Sie denken, James Vega. So, jetzt haben wir alle hier das gegeben, was wir verdienen. So, Nachschubinterface. So, wo ist das denn? Das Thermalrohr. Ah, E-Gel Thermalrohre. 110 Credits, das kann ich mir gerade so... 1100 Credits, so. Das kann ich mir gerade mal so leisten. Und die kaufen wir natürlich. Gekauft. So, James Vega. Hey. Hey. So, Lieutenant Cortez, der sagt wahrscheinlich Sir oder Commander. Ich kann nicht glauben, dass Cerberus einfach so das Feuer auf Zivilisten.
oder sowas. Die Logik des Unbekannten mag ja verdreht und wahnsinnig sein, aber ich dachte trotzdem, er wolle die Menschheit retten. Er würde vermutlich jeden opfern, um den Sieg davon zu tragen. Tja, wahrscheinlich. Es ist alles in Ordnung. Gut, dann gehen wir zurück zum Maschinendeck. Und sagen dir mal, hey, wir haben das Türmerohr besorgt. Das ist auch sofort da. Lieferzeit von innerhalb einer Minute. War es da. So. Commander, gute Nachrichten von der Installation des Thermorohrs. Die haben es auch schon installiert. Es lief alles fantastisch. Viel besser, als wir erwartet hatten. Hab ich doch gesagt. Es wird noch besser. Beim Verbinden mit den E-Zero-Kondensatoren hatte unsere Miss Daniels hier einen Geistes. Miss Daniels? So weit würde ich nicht gehen. Sie und Donnelly hatten eine Idee zur Verbesserung unserer Kondensatorenanordnung. Edi und ich haben das aufgegriffen und unsere Schlussfolgerungen dokumentiert. Unser Kern ist zu kompakt, um diese Theorien umzusetzen. Aber es könnte den Technikern beim Tiegel helfen. Wenn sie es wünschen, schicke ich ihnen die Pläne. Tun sie das. Gute Arbeit. Jawohl. Gute Arbeit von allen. Ja. Und jetzt haben wir wahrscheinlich einen Kriegsaktivposten dazu gewonnen. Dafür, dass wir den mal kurz etwas gebracht haben. Was nicht gerade so teuer war. Ein GEL-Thermalrohr, oder wie sich das Ding nannte. Und jetzt gehen wir... Nee, KZ wollte ich nicht hingehen. Ich wollte in meine Captains-Kabine. In die Kabine des Captains wollte ich hingehen. So. Liara einladen. Liara, Sie wollten etwas in meiner Kabine besprechen? Ja, ich bin gleich da. Die schöne Musik. Oh, was ist das? Ein Päckchen. Nur herein. Danke. Setzen wir uns. Ich habe über unser Wissen über die Reaper nachgedacht und wie leicht es wieder verloren gehen könnte. Darum plane ich, Dinge für die Zukunft aufzubewahren. Was ist das? Eine Art Akte der Galaxie, Informationen über Reaper, Portale, verschiedene Kulturen und Baupläne des Tiegels. Zu einem Eintrag hätte ich gern Ihre Meinung. Welchem? Ihrem. Ich würde mich geehrt fühlen. Wie soll sich die Geschichte an Sie erinnern? Und das wird die ganze Zeit überdauern? 50.000 Jahre rumsitzen ist für einen Computer eine lange Zeit. Bitte, ich war Archäologin und ich weiß, was ich tue. Ja, du warst Archäologin. Ich lege alles in Zeitkapseln und bringe Kopien auf verschiedene Planeten. Dazu installiere ich eine VI, die jedes Übersetzungs- und Linguistikprogramm beherrscht, das ich finden konnte. Also ein Informationsführer wie Vigil of Ilos? Ja, ich arbeite schon einige Zeit daran. Es okay. Ist ein Privileg, zukünftige Finder dieser Informationen anzuleiten. Wissen Sie schon, was Dr. Tissoni in Ihren Eintrag schreiben soll, Commander? Ich möchte, dass sie entscheidet. Es ist ihre Arbeit, also soll sie auch entscheiden. Sie kennen mich so gut, Sie können das allein, Liara. Sind Sie sicher? Ja, ich überlasse es ganz Ihnen. Also, Commander Shepard wurde auf der Erde geboren und hat härter als alle anderen für seine Heimatwelt gekämpft. Das stimmt. Shepard konnte mit jeder Waffe umgehen. Der tödlichste Soldat, den die Allianz je hatte. Er war ein Soldat und Anführer, der stets Frieden anstrebte. Es war ein Privileg, ihn zu kennen. Das war eine schöne Ansprache. Vorsicht, sonst klingt es wie ein Tagebuch. Ich kann nichts dagegen tun. Wir sind befreundet. Ja, yep, und wir waren mal zusammen. Das ist wahr. Sie waren auch für mich da, Liara. Nein, ich hätte mich Ihnen auf Ilium gerne angeschlossen. Ist schon in Ordnung. Naja, ich habe gerade Ihren Namen in die Sterne geschrieben. Das stimmt auch wieder. Plus 2 Ruf. Sehr schön. Oh, guck mal, hier. Ein Fisch. Der aus dem Aquarium rauskommt und wieder reintaucht. So, Fische füttern. Und mich freut es auch zu sehen, dass die meisten noch am Leben sind. Oh, und da schwimmt wieder einer raus da. Seht ihr den? Den blauen? Ein schöner Grafikfehler. Und weg ist er.
Ja, da ist er wieder. Naja. Jedes Spiel hat seine Macken. Wie war das Terminal Weltraumhamster? Und jetzt nochmal kurz die Toilette benutzen. Sehr schön. Jetzt gehen wir mal hier raus. Und gehen ins KZ. So. Wir verlassen Benning. Mach's gut, Benning. War schön mit dir. Und fliegen zu Actarus zurück. Besorgen uns dann noch den Treibstoff, der da noch rumliegt. Machen die Reaper ein bisschen nervös. Na komm. Wrack. 350 Einheiten, besser als nix. So, Massenportalsprung. Die Studenten retten. Ich glaube, wir machen sofort eine nächste Mission. Cerberus Labor. Einmal durch die ganze Galaxie durch. So. Dieses System ist es nicht. Aber vielleicht gibt es hier was zu erforschen. Signal bestätigt. Aha. Umlaufbahn anfliegen. Oh, das ist der Mond. Den wollte ich nicht verankern. Na gut, dann lasse ich das jetzt noch schnell durchlaufen. So, jetzt möchte ich den Planeten gerne untersuchen. Watson! Was für ein schöner Name für einen Planet. Watson ist eine Gartenwelt, aha. Watson ist kälter als die Erde, Minus 18 Grad, okay. Aber besser was kälter als wieder zu total warm und feucht mit 60 Grad. Ey, da geht man ja kaputt. Ist meine Meinung. Aber zu kalt ist natürlich auch wieder nicht so schön. Oh Mann, ich bin wieder zurück auf die Erde. Raketenwerfer Javelin. Kommt immer darauf an, wie man es ausspricht. Hier ist irgendwo Treibstoff versteckt, ich weiß es doch. Oh, Reaper sind gerade sehr aufmerksam. Und jetzt sind sie da. Ich glaube, es ist aber nur einer, oder? Ja, da kommt er. Ah, da ist der Treibstoff, da ist noch einer. Ausweichen erfolgreich. So, jetzt gehen wir mal in das nächste System und gucken uns mal das Cerberus Labor an. Ah, das ist direkt da. Nur zwei Planeten, kein Gasriese. Aber ungewöhnlich. Ich habe etwas gefunden. Ah. Ja komm. Umlaufbahn anfliegen. Was haben wir denn hier? Treibhausplanet mit Methanschleier, okay. Mit Methanschleier. 365 Grad, da kommt Freude auf. Ah, hier. Bergen, Credits erhalten. Sehr schön. Centum. Ja, da hat Spezialist den Trainer ja von gesprochen. Umlaufbahn anfliegen. Dieser Text, der kommt mir bekannt vor. Nur weil etwas Gartenwelt heißt, muss es noch lange kein Picknick sein. Ja, den hatten wir schon mal im zweiten Teil schon mal besucht. Oder da irgendwas abgebaut. Ich kann mich an diesen Planeten erinnern. Ich meine, seht ihn euch an. Er ist so wunderschön. Daran muss man sich erinnern. Population 257.300. Okay. Aber ich würde sagen, bevor wir jetzt auf diesem Planeten landen, auf diesem Zentrum-Planeten, würde ich sagen, das war's mit Let's Play Mass Effect 3 für diese Folge. Ich bin raus, Leute. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Haut rein, Leute. Bis dann.